am Pfiff von Referee Thomas Einwaller. Rapid von links nach rechts und gleich mit dem großen Fehler von Harry Pichler und fast mit dem 1:0. Ja, Paukenschlagbeginn hier. Ried aber weiter am Ball. Fehler von Acic. Kulowitz. Jetzt 3 gegen 3. Deniala gegen Reifelshammer und da ist das 1:0 von Deniala nach einem schön ausgeführten Konter. In der 12. Minute hier die Führung für Rapid. Peter Schöttl sicherlich mit dem Tor, das er sich gewünscht hat. Aber da, schwerer Fehler von Hacic, der hier den Ball verliert und dann eine 3:3 Situation, die Deniala eiskalt ausnützt. Kulowitz dann mit dem Zuspiel auf Deniala, der den Ball zwischen den Beinen von Gebauer ins Tor unterbringt. Ja, vor dem Spiel ist Alla zurück auf Hoffmann, wieder Burgstaller und das 2:0. Ja, jeder Schuss ein Treffer hier bei Rapid in dieser Anfangsphase, 19. Minute. 2:0 Führung für Rapid. Rückgabe von Alla, nochmal Rückgabe von Steffen Hoffmann. Also das gibt es auch nicht alle Tage. Zwei Rückpässe führen zur 2:0 Führung von Rapid und dann der Schuss genau ins linke untere Eck. Keine Chance für Tor analysieren, besonders wie man diese Flankenläufe der Rieder verhindern kann. Und da ist das Tor. Robert Schul bisher noch nicht wirklich auffällig gewesen. Er bekommt jetzt auch hier die gelbe Karte. Das heißt, um das Tor zählt, Anschlusstreffer für Ried. Also, hier noch einmal Eckball, Meilinger, dann der Kopfball und die Frage ist, ob Robert Schul da nicht knapp im Abseits gestanden ist. Deniala gegen Reifelshammer versucht es aus der Entfernung und da ist der Ball im Tor. 3:1 für Rapid, 51. Minute, zweiter Treffer von Deniala in diesem Spiel. Und wieder war ein Fehler im Spielaufbau der Rieder hier maßgeblich beteiligt. Denn da bekommt Hoffmann den Ball, dann Deniala und genauer Schuss ins rechte Eck, wir Stange geht da der Ball hinein. Also Spiegelbild zur ersten Hälfte. Auch da haben die Hütteldorfer eiskalt Fehler im Spielaufbau der Rieder. Und wieder Konterchance über Deniala. Kann sich hier gegen Pichler durchsetzen. In der Mitte ist Burgstaller und da war wohl ein Handspiel schon dabei. Thomas Einwaller sieht das auch sofort. Da ist der Ball von Gebauer direkt auf die Hand von Burgstaller abgesprungen. Man wird es gleich sehen. Hier der Schuss, Abpraller von Gebauer und dann direkt auf die Hand von Burgstaller. Entscheidung korrekt. Auch die Ausführung des achten Eckballs übernimmt Stefan Lexer. Nacho und da ist der Anschlusstreffer. Erneut durch einen Eckball findet der Weg ins Rapid-Tor. D
Dieses Spiel wird nochmal gehörig heiß durch ein Tor von Nacho. Nach dem Eckball von Lexa hoch über die gesamte Rapid-Verteidigung hinweg kommt er da seelenruhig zum Ball, stoppt ihn sich kurz und schießt dann haargenau ins lange Eck ein. Wird man sich wohl bei Rapid auch die Frage stellen müssen, warum hat da keiner... Rotbuller und Foul von Prager an Rotbuller und da gibt es für den zuvor eingewechselten Thomas Prager gleich die gelbe Karte. Auch da. Aber dann schlechtes Zuspiel von Prager. Der hier jetzt aufpassen muss, dass er nicht innerhalb von einer Minute gelb-rot bekommt. Und jetzt ist es auch soweit. Also besonders das zweite Foul. Wirklich, wirklich nicht allzu intelligent gemacht. Kurzauftritt von Thomas Prager und das Ganze 2 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Und da greift er zur Pfeife und der Auswärtssieg, der erste Auswärtssieg Rapids in Ried seit 2 Jahren ist perfekt. Fans, Mannschaft und Bitterschöttl können sich freuen. Für die Rieder natürlich ein Rückschlag, aber den haben sie sich teilweise auch selbst zuzuschreiben, denn 2 der 3 Rapid-Tore gefallen nach eklatanten Fehlern der Rieder im Spielaufbau. Seiner Mannschaft muss man zugutehalten, dass sie das eiskalt genützt haben. Also das, was man der Mannschaft von Peter Schöttl oft vorgeworfen hat in den letzten Monaten, dass die Chancenauswertung einfach nicht funktioniert, das hat heute perfekt funktioniert.